Botschaft zu senden. Ja, für mich war Ronny Hebelstreit früher immer mein Vorbild zu Erfurter Zeiten. Ich habe zu ihm aufgeschaut. Überragend. Also ja, da hatte ich jetzt auch mal kurz eine Träne wirklich im Auge. Also das muss ich auch sagen, weil ich eben halt Becky auch wirklich sehr mag als Mensch, als Fußballer. Und das ist natürlich dann, er hat wirklich das letzte Trikot da noch von Marbach ergattert, der Sack. Ne? Aber ja, es sei ihm gegönnt, er hat es. Und ich wollte es eigentlich mir noch ersteigern, aber er war da ein bisschen schneller. Aber nein, also wie er sagt, er hat ja im Prinzip dann auch für den HFC gespielt, einem der den HFC dann auch nicht im Mund, so wie wir das Wirt nicht im Mund nehmen. Wir hatten da wirklich eine schöne Zeit. Der Robert Stark war noch mit dabei. Die beiden hatten im Prinzip eine WG in Halle gehabt, die beiden. Und ich war ja, im Prinzip nach jedem Training, was beendet war, war ich eben halt bei den zwei Jungen. Und wir hatten in Halle wirklich eine geile Zeit und sind da auch wirklich abends auch öfters mal in die Häuser gezogen und haben es da mal krachen lassen, weil die, ja, also die jungen Kerle, die konnten damals schon feiern und das ja, hat einfach mit den Jungs auch Spaß gemacht. Ne? Und wie gesagt, die Episode da in dem Training, wo er das Tor macht, das Trainings-T-Shirt auszieht und er hat im Prinzip dieses T-Shirt, ja, was man als allererstes gesehen hat, mit der Nummer 11 und dann Hebelstreit, also da habe ich gesagt, ey, was ist denn hier? Aber sowas macht einen natürlich auch stolz und wir haben unsere Karrieren auch beide immer so ein bisschen ja, beobachtet. Wenn wir uns getroffen haben, haben wir natürlich auch mal gefachsimpelt, ist ja klar. Weil er hatte ja im Prinzip auch mal eine lange Durststrecke, wo er überhaupt keinen Verein hatte. Und da hat er sich ja mehr oder weniger bei uns in der Traditionsmannschaft fit gehalten. Und im Prinzip hat er alles richtig gemacht. Er hat einen super Weg eingeschlagen beim ersten FC Magdeburg. Ist da eine Legende. Ja. Ich sag mal so, für mich jetzt sogar noch ein bisschen besser wie Streich, weil er eben halt auch ein Typ ist. Ja, er ist wirklich ein Typ. Wenn man ihn jetzt auch sieht bei Instagram, was sie jetzt auch alles da machen, auch was mit dem Fußball nicht zu tun hat, da kann ich wirklich nur sagen, Chapeau, Becky, top, was du alles erreicht hast in der Karriere. Und ich bin froh, mit dir zusammengespielt zu haben, wirklich. Und dich zu kennen zu dürfen, genau. Das kann ich nur wieder auch zurückgeben. Das ist einfach so. Bei den Fachsimpeln von euch beiden hätte ich gerne kleiner rausgespielt. Nein, jetzt wirklich zwei absolute Ikonen. Das ist so, wie gerade gesagt, Christian Beck. Ich bin ja aus der Ecke Magdeburg und bin auch FCM-Sympathisant, muss ich mal sagen. Und Christian hat da ein Standing. Ich kenne viele Hardcore-FCM-Fans. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, weil es eben halt auch Typen sind. Also ich vergleiche Becky auch immer noch so mit den letzten von Rot-Weiß Erfurt, mit Carsten Kampert. Sie haben eben halt immer Tore geschossen. Das macht keiner so wie die beiden. Ne? Dass der Chipper mit seinem Scorpion-Kick da war bei Dynamo Dresden, wo es Tor des, ich weiß gar nicht, Tor des Jahres geworden ist. Das, ne? Oder wenn man hier Bekosch gesehen hat, manchmal. Was der für geile Hütten gemacht hat, ja, deswegen, also das, ich vergleiche die beiden auch immer, weil die sich beide auch kennen und ja, auch sehr schätzen und auch, ja, ist einfach schön, Becky jetzt zu sehen, weil ich habe auch schon das andere Bild gesehen, dass er auch noch kommt, ja, deswegen habe ich dann eben halt, aber es ist wirklich so, also wenn man Stürmer ist, fallen mir im Prinzip zum Schluss wirklich die beiden ein. Ist das auch so ein bisschen, jetzt kommen wir mal zur Chipper, liebe Grüße. Genau. Das ist wirklich überragend, ich kenne jetzt ein bisschen, würde ihn auch als Freund bezeichnen, einfach nur ein überragender Typ, auch menschlich gesehen. War das auch so ein bisschen dein Ziehsohn dann deiner Zeit als Co-Trainer, wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen oder den vielleicht ein bisschen besonders gesehen hast, der auch dann Fußballgott genannt worden ist? Ihr habt ja ein paar Parallelen, die halt da sind und im Vorspann hatte ich ja auch und beim Training oder generell tauschen wir uns oft aus und hatte auch halt nur gut über dich erzählt und auch so ein bisschen geschwärmt. Ja. Ja, Chopper finde ich als, oder fand ich als Fußballspieler, ich meine, er spielt ja jetzt noch bei Frankenhausen ein bisschen, fand ich eigentlich überragend. Ne? Also Erfurt groß geworden,
dann zu RB Leipzig gewechselt, dann irgendwann von RB Leipzig dann auch wieder zurückzukommen. Ja, gehört auch eine Menge Mut dazu, ja, weil er hätte sicherlich auch irgendwo anders hingehen können, denke ich mal. Und natürlich ist es dann so, wenn du dann irgendwann dann auch den Co-Trainerposten eingenommen hast und irgendwann kommt dann eben halt auch mal dein Lieblingsstürmer auf dich zu und fragt du, hey, wie hast du es eigentlich früher mal gemacht? Ich habe jetzt seit, weiß ich, 180 Minuten nicht mehr getroffen. Müssen wir irgendwas verändern? Ich sage, nee, wir müssen nichts verändern. Wir stellen uns einfach nur nach dem Training hin, hauen mal ein paar Bälle aufs Tor. Ich gebe dir da immer mal ein bisschen mal andere Perspektive als Stürmer, die du vielleicht vorher so nicht gesehen hast. Ja, und dann ist es natürlich dann so gewesen, dass der Chipper dann in der Woche dann das erste Mal dann wieder getroffen hat. Und ja, das ist natürlich dann schon, wo du dann sagst, siehst du, er kann es immer noch und er konnte es auch vorher. Aber sowas macht man eben halt als Stürmer auch irgendwann mal mit, dass man eben halt längere Zeit nicht getroffen hat, ob das jetzt bei Becky war, bei Chipper oder bei mir selbst auch. Ja, da kommt man im Prinzip nur selber wieder raus, aber man muss eben halt im Endeffekt im Training auch ein bisschen was dafür tun. Und ich, oder besser gesagt, meine Aufgabe als Co-Trainer war dann eben halt so, dass ich eben halt die Offensive dann immer mal selbst trainieren durfte und dann habe ich eben halt mit denen auch ganz viele Torabschlüsse gemacht und ja. Es war dann auch so, dass viele beim Flanken verwandeln lieber mit mir spielen wollten, weil ich eben halt, ja, habe das eben halt geliebt. Ne? Also es gab ja so Wettbewerbe, die du dann eben halt hast. Du musstest einen jungen Spieler mit dazu nehmen und einen alten. Der erste war mit dem Kopf, der zweite musste mit dem Fuß rein tun und der Verlierer musste eben halt dann im Prinzip irgendwie sich was ausdenken, was der Gewinner dann bekommt. Und das war eben halt bei uns nie so der Fall. Ich habe meistens immer mit Chipper gewonnen. Er hat im Prinzip sich eine Cola geben lassen, bei mir war es der Rotwein. Aber jetzt haben wir viel über Chipper gesprochen. Lass uns mal zu Wort kommen. Genau, und jetzt schauen wir mal, was er sagt. Gerne. Hi Heber, grüß dich. Ich habe gehört, du bist zum Podcast eingeladen worden bei Flordi, bei den zwei Experten. In allererster Linie wünsche ich erstmal viel Spaß. Hau ein paar schöne Geschichten raus. Ich bin sehr gespannt. Freue mich schon auf die Folge. Ja, und die zwei baten mich, eine kleine Geschichte zu erzählen über dich. Und fällt natürlich sofort ein, dass ich als kleiner Knirps selber in der Kurve stand. Hab dir zugejubelt, wie du die Dinger eingeschädelt hast mit deinem Kopf, was eine Spezialität war. Das war schon sensationell. Noch cooler wurde es, wo du unser Co-Trainer wurdest in der ersten Männermannschaft. Was natürlich eine Riesenehre war, habe dich damals verehrt und dann, ja, darf ich mit dir zusammen auf dem Platz stehen. War eine coole Zeit, eine prägende Zeit. Heber, bleib so wie du bist. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das hatte ich ausgemacht. Und ja, dir noch weiterhin viel Spaß, alles, alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt. Heber, bis dann, mach's gut. Das sieht ja immer noch so aus. Wie das blühende Leben. Ne? Ja, also der Schipper ist eben halt auch ein geiler Kicker, ein geiler Mensch. Ich war auch bei der Hochzeit mit dabei bei Schipper, im großen Zelt, was in Nausitz gewesen ist. Und sein Partykeller. Sein Partykeller habe ich leider noch nicht kennengelernt. Kann ich nur erzählen. Ich habe schon gesehen, das ist da, wo die ganzen Trikots hängen. Genau, genau. Ja, also, ja, ich bin ja mit Chipper, sage ich mal, immer noch auch über WhatsApp verbunden. Sehe da auch ab und zu mal einen Status, wenn er da mal was postet. Er ist ja auch leidenschaftlicher Pokerspieler. Und wenn die da eben halt ihre Pokerrunde auch ab und zu mal machen, da gibt es schon legendäre Bilder dabei. Okay. Aber wie Chipper schon sagt, für mich war es natürlich dann auch schön, ihn dann mal als Trainer auch zu trainieren und ihm eben halt auch mal Tipps zu geben, was man vielleicht auch anders machen hätte können. Aber da brauchte ich bei Chipper eigentlich nicht viel sagen, weil er ist so, wie er ist. Er ist ein geiler Typ, ein geiler Mensch.
und weiß, wo er herkommt, ist jetzt wieder in Bad Frankenhausen. Alle sind glücklich, dass er wahrscheinlich auch dort ist, weil es eben halt auch eine Rakete ist. Das ist einfach so. Ich habe ihn gerne Fußball spielen sehen und es war wirklich eine schöne Zeit und die möchte ich auch nicht missen. Warum bist du von Erfurt nach Meuselwitz? Ja gut, wie das so ist, man bekommt dann irgendwann 2007, relativ am Anfang, ich glaube Januar oder Februar war es, im Prinzip die Mitteilung vom Verein, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Man muss dazu sagen, es gab da noch mal einen kleinen Disput. Ich war ja damals Kapitän der Mannschaft. Ich glaube, Pavel Dotschev war unser Trainer. Sportdirektor war kein anderer als Herr Beudel. Und ja, ich durfte gegen Osnabrück nicht spielen. War, glaube ich, verletzt, hatte eine Platzwunde irgendwie über dem Auge, keine Ahnung. Und war zur Halbzeitpause unten auf dem Platz und die Jungs lagen gegen Osnabrück 1-0 zurück. Und wie das eben halt so ist, ich war dann eben halt unten am Platz und die Jungs, die nicht gespielt haben, die haben sich eben halt zur Halbzeit warm gemacht. Und da war Ratajczak im Prinzip unser zweiter Torhüter. Und der hat im Prinzip dann die Bälle dann wieder rausgeschossen und ich stand draußen mit so einem Sack und habe die Bälle so im Prinzip versucht, in den Sack reinzumachen. Und in dem Moment kommt da Herr Beutel und weil ich noch irgendwie so ganz lustig gelacht hat, hat er mich da irgendwie von der Seite angemacht. Und ja, da gab es einen leichten Disput zwischen Sportdirektor und mir und ich denke mal, dass das der ausschlaggebende Punkt war, dass ich dann im Prinzip für die neue Saison keinen neuen Vertrag mehr bekommen habe. Ich habe leider keinen neuen Vertrag in Erfurt bekommen und dann, ja, bekommst du einen Anruf von Hubert Wolf und wirst gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in Meuselwitz Fußball zu spielen und gleichzeitig so ein bisschen an meine berufliche Karriere nach dem Fußball so nachzudenken, ob man da irgendwie zustande kommt. Und dann bin ich im Prinzip von Erfurt nach Apolda gefahren. Wir haben uns da bei dem McDonald's getroffen, bei der Aral-Tankstelle. Und da ist Hubert gekommen und da haben wir dann eben halt so ein bisschen erzählt, jeder von sich so ein bisschen was. Und dann ja, ging es eigentlich relativ schnell. Ja. Da habe ich dann für Meuselwitz unterschrieben. Eigentlich für 2 Jahre, aber ja, zu dem Zeitpunkt war noch jemand anders Trainer, der mich auch unbedingt haben wollte. Und dann irgendwann ist dann, glaube ich, im Winter oder kurz vorm Winter der Trainer gewechselt worden. Und da kam dann ja, ein Trainer, den Namen möchte ich eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil der hat so ein bisschen das dann mit mir gemacht, warum es dann in Meuselwitz nicht weiterging. Ich wollte dann unbedingt weg, bin dann auch zu Hubert und habe gesagt, du, dass das mit dem Trainer hier nicht so richtig funktioniert. Der hat andere Aussichten auf Fußball, die ich so nicht sehe und auch nicht habe. Und ich bin Offensivspieler, ich möchte offensiv spielen und möchte hier nicht bei euch Innenverteidiger sein. Und er wollte das unbedingt machen. Ich hatte da drauf aber noch keinen Bock und ja, dann ging es relativ dann schnell, dass ich dann zum HFC gewechselt bin. Ich würde ganz kurz ein bisschen zurückspulen, weil es hat ja vielen Fans, Rot-Weiß, Anhängern ja nicht gefallen, dass dein Vertrag nicht verlängert worden ist. Ja. Und ja, sind wir mal ehrlich, du bist eine absolute RWE-Legende und der Verein bedeutet ja wahnsinnig viel, das weiß ja jeder. Was hat das emotional oder im Kopf mit dir gemacht, dann wirklich, ich stelle mir das jetzt vor, dein letztes Training oder letztes Mal die Kabine, war ja nicht das letzte Mal, du bist ja später als Co-Trainer wiedergekommen, aber ja, da würde ich... Natürlich macht das schon was das, mit einem Menschen, ja. Ronny Hebestreit, und ja. Das hat auch was mit mir gemacht. Und ja, natürlich, ich war dann auch erstmal außen vor, ich wollte mit Rot-Weiß Erfurt auch dann mehr oder weniger nichts mehr
zu tun haben, weil man auch verärgert ist, verbittert, ist ja logisch, ja. Ne? Weil wenn man hört, dann es gab ja eine richtige Pressekonferenz, wo der im Prinzip der Öffentlichkeit mitgeteilt worden ist, dass ich im Prinzip keinen neuen Vertrag mehr für die neue Saison bekomme. Ne? Also das gab es eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nie, dass extra eine Pressekonferenz deswegen einberufen worden ist. Und dann war es ja auch noch so, es war ja noch nicht mal Pavel Dotschev selbst der Trainer, der mit dabei war, der das gesagt hat, sondern der Co-Trainer Heiko Novak, mit dem ich ja jetzt bei der Traditionsmannschaft auch immer noch zusammenspiele. Aber es war nun damals so. Ne? Also ja, man wurde angeblich für alt befunden, obwohl ich auch weiß, dass es andere Gründe hatte, die ich eben halt erklärt habe. Und weil eine Woche später oder zwei Wochen später wurde ein Spieler aus Offenbach verpflichtet, der war 4 Jahre älter wie ich oder als ich. Und ja, da habe ich dann schon gefragt, haben Sie jetzt doch wieder irgendwie was anderes vor? Und ja, deswegen, also ich hatte ganz schön zu knabbern gehabt, definitiv, weil ich auch gemerkt habe, dass den Fans das wehtut. Ja. Es wurden Banner gemacht in Erfurt. Also es ist, glaube ich, auch deswegen dieses Graffiti in Erfurt entstanden, in der Nordhäuser Straße. Genau, zu diesem Zeitpunkt. Und man sieht ja in Erfurt mehrere Graffitis, wo eben halt auch immer ein Spieler mit der Nummer 11 zu sehen ist. Und ja, das macht einen natürlich schon stolz, wenn man weiß, dass man das eben halt ist und eben halt auch war. Und mir hat es wirklich auch leid getan, auch für die Fans, dass ich dann eben halt ja leider Tschüss sagen musste. In der Zeit, wie war die Rückkehr zu Rot-Weiß Erfurt? War das auch so, sage ich mal, auch ein Traum von dir, da nochmal im Trainerstab dabei zu sein, schon vorher? Oder hast du so als Spieler gedacht, wenn du mal so überlegt hast, oh nee, das ist gar nicht der Ding, oder? Na gut, als Fußballspieler hat man ja schon irgendwann dann mal, kommt man in das Alter, wo man dann sagt, na, was mache ich denn nach dem Fußball mal? Ne? So, und dann war eben halt bei uns auch bei Rot-Weiß die Möglichkeit, man konnte es gleichzeitig so ein bisschen auch mit Jena Spieler im Prinzip seinen Trainerschein machen, ne? Während der Arbeitszeit oder während des Fußballdaseins. Mhm. Und das haben wir natürlich gemacht. Eine Woche waren wir in Erfurt, eine Woche war drüben bei den anderen Jungs. Und haben da eben halt im Prinzip unser Trainerschein da gemacht, unseren B-Schein. Und ja, das hat im Prinzip so viel Spaß gemacht, dass ich eigentlich so gedacht habe, oh, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit besteht, irgendwie bei Rot-Weiß Erfurt was zu machen, warum eigentlich nicht? So, dann ja, ist das alles so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich bin ja dann nach dem HFC dann zu Dachwisch-Dürstedt gewechselt. Da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich auch einen herrlichen Menschen kennengelernt, Conny Kramer, der mir im Prinzip, sag ich mal, auch die berufliche Weiterentwicklung so ein bisschen geebnet hat. Und als Dankeschön habe ich dann eben halt für diesen Verein Fußball gespielt. Ne? Ja. Hab da auch geile Zeiten gehabt, sind aufgestiegen mit dem Verein und ja, war wirklich eine schöne Zeit. Ich habe da auch wieder Charaktere kennengelernt, also die möchte ich auch nicht missen, ob das jetzt Christian Heim ist, Nick Walter, Carlo Treller, ne? Also das sind alles schon auch so Fußballer, die, sag ich mal, in meinem Leben immer irgendwo einen Platz finden werden, ne? Und das ist eben halt einfach so, ja, und dann kommt irgendwann dann mal der Anruf und da habe ich auch erst gedacht, na, ist das jetzt Verarsche irgendwie? Und dann hat Thorsten Traub mich angerufen, hat gesagt, könntest du dir vorstellen, zu uns zu kommen. Wir suchen noch jemanden für die U23 als Co-Trainer. Wir müssen ja jetzt mal irgendwie wieder einen Umbruch machen. Bei der U23 lief es nicht so doll. Und da bin ich mit Benjamin Adam im Prinzip, der ist der Cheftrainer der U23 geworden, ich der Co-Trainer und haben natürlich aus den jungen Leuten da richtig was geformt und wir haben eine sensationelle Rückrunde gespielt mit der U23. Das letzte Spiel war ja sogar im Steigerwaldstadion gegen Lok Leipzig, was ja die Jungs 2-0 gewonnen haben, wo eigentlich, wenn Lok gewonnen hätte, wären sie aufgestiegen, aber dadurch, dass sie verloren haben,
sind sie in der Liga geblieben. Und ja, das sind auch so Momente gewesen. Ja, da waren natürlich auch ab und zu immer mal Spieler von der ersten Mannschaft, die bei uns mitgespielt haben. Aber wir haben da wirklich eine sensationelle Rückrunde. Und auch Benny, der jetzt im Prinzip in Leverkusen bei der U15 Trainer ist, hat da wirklich einen geilen Job gemacht. Weil wir eben halt, wir kannten die Jungs, wir wussten, wie man mit denen sprechen. Chemie hat gestimmt. Ja. Genau, die Chemie hat gestimmt. Und ja, das hat natürlich dann irgendwann dann auch der Cheftrainer von Rot-Weiß Erfurt mitbekommen, dass da irgendwie was passiert ist. Und ja, da bin ich dann, Christian hat mich dann irgendwann angerufen, hat gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, bei Rot-Weiß mit in den Trainerstab reinzukommen, der ersten Mannschaft. Norm Lohse dann im Prinzip mehr so für die Abwehr. René war ja da als Torwarttrainer Ja. und ich sollte dann im Prinzip so, wie ich es vorhin ja erklärt habe, mit Schipper im Prinzip da so ein bisschen die Offensive da übernehmen, dass man da eben halt mal ein paar Trainingseinheiten mit den Jungs dann eben halt macht. Und da habe ich gesagt, klar, das ist meine Welt, das möchte ich, meine Erfahrung weitergeben, die ich gesammelt habe, ob das jetzt, sage ich mal, die Anfangszeit war von Rot-Weiß bei Bayern, Meuselwitz, Halle. Ne, natürlich gibt man das dann auch gerne weiter und man muss auch sagen, die Jungs, die ich jetzt gehabt habe, die haben sich das auch alle gerne angehört und ja, Auch wie man sieht, die fanden auch so die ein oder andere Anekdote sehr lustig. Das ist ja auch gut. bei vielen Fans ging das Herz auch, wo Ronny Hebestreit auf einmal Co-Trainer war, das kann ich dir auch sagen, in der Vorbereitung, die Lukas und ich gemacht haben. Da war das auch oft Thema, dass sie sich riesig gefreut haben, wo du dann auf einmal im Trainerstab dabei warst in der ersten Mannschaft und auch so ein bisschen Emotionen oder den Verein verkörpert hast. Und ja. Kannst du dich noch an deinen Cheftrainer erinnern, wo du Co-Trainer? Genau, zählen wir ein paar Mal auf. Es waren ja dann doch ein paar mehr. Der so ein bisschen in Erinnerung Also, geblieben. ja, also ich weiß schon, worauf ihr hinaus wollt. Weil ich glaube, durch den haben wir im Prinzip auch in dieser Gaststätte, die wir vorhin ja schon genannt haben, ich weiß ja nicht, ob wir ja auch Werbung machen können. Natürlich. Also die Gaststätte, die unsere Kneipe früher war, war das Daheim. Und da gibt es auch eine Geschichte, der Sascha und die Anja, die haben im Prinzip auch Kölsch gehabt. Und ich denke mal, dass ihr auf diesen Namen Ja, hinaus wollt, Stefan Krämer, den ich wirklich auch ja, sehr zu schätzen weiß. Geiler Typ. Wir haben dann auch immer gesagt, gell, Stefan, Stefan, Schulter an Schulter. Liebe Grüße und ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, das ist eben halt so ein Trainer gewesen, der hat uns eben halt auch wirklich jeden Tag alles abverlangt, hat uns nach unserer Meinung gefragt, der hat uns Tipps gegeben, wie wir es machen können, der hat mit den Jungs sehr viel gesprochen und getan. Und muss ich schon sagen, also da habe ich mir auch noch mal relativ sehr viel abgeguckt von ihm und ja, wir waren natürlich dann auch sehr privat viel unterwegs und ja, im Daheim gab es eben halt Kölsch und da habe ich ihn oder er mich dann immer mal eingeladen auf den Kölsch. Ja. Ja, hi Flo, ich habe gehört, du hast heute in deinem Podcast Ronny Hebestreit zu Gast. Eine absolute Legende in Erfurt. Und ich hatte das große Glück, dass ich 2 Jahre mit Ronny zusammenarbeiten durfte. Und wir hatten eine super Zeit in Erfurt zusammen. Er war ein geiler Kicker. Alle Spiele im Training, wo er mitgespielt hat, hat er auch gewonnen. Ein überragender Kollege, ein ganz toller Mensch. Wir sind echt Freunde geworden in der Zeit. Und haben leider jetzt ein bisschen den Kontakt schleifen lassen, weil wir auch relativ weit auseinander wohnen. Aber denke unheimlich gerne an die Zeit zurück. Ronny war echt eine absolute Rakete. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt vielleicht mal am Erfurter Weihnachtsmarkt oder so, da hatten wir ja auch ein paar ganz schöne Einheiten, das Ganze nochmal auffrischen können, ein paar alte Geschichten erzählen können. Und ja, wir immer in den 2 Jahren viel Spaß zusammen haben. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine tolle Zeit zusammen. Ihr habt einen geilen Gast, nutzt die Zeit aus, löchert ihn mit Fragen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Ronny nicht mehr im Fußball arbeitet, weil da gehört er meiner Meinung nach auf jeden Fall hin. Wobei ich mir auch sehr sicher bin, dass er in seinem jetzigen Job ja, alles richtig macht. Okay, viel Spaß und hoffentlich bis bald, Ronny.
Die Videobotschaften hier alle sagen so ein bisschen Weihnachtsmarkt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass da heute eventuell so der eine oder andere. Also, ich habe ja gestern Abend schon gesehen, mein Zimmerkollege ist ja im Prinzip schon in Erfurt heute, der Alexander Schnetzler. Ja, also, das muss man schon sagen. Und ich weiß auch, dass das kein Kind von Traurigkeit ist. Der trinkt sehr gerne Glühwein. Ich bin gespannt, ob man sich vielleicht heute nochmal sieht. Aber. Wie Stefan schon sagt, also wir hatten wirklich eine geile Zeit. Das ist ein Motivator gewesen für die Jungs. Also der hat Dinge manchmal da vor dem Spiel gesagt. Also wenn ich da selbst Spieler gewesen wäre, ich wäre für ihn gelaufen um mein Leben, ne, oder auch für den Verein. Ne? Also muss man wirklich sagen, also das ist mit Abstand wirklich der geilste Trainer gewesen. Den die Jungs da auch gehabt haben oder den wir auch im Trainerbereich gehabt haben. Und der hat dann eben halt auch dann abends mitgezogen. Ne? Also er war dann auch, wenn es dann wirklich Feierlichkeiten war, war Stefan auch einer mit immer der Ersten, der da mit dabei war. Das mag ich so an ihm und er hat wirklich auch, ja, sag ich mal, eine Karriere hingelegt. Das ist ja auch mehr oder weniger in den Trainerbereich nur so reingerutscht. Aber das, was er macht und das, was er erreicht hat in seiner Karriere, das ist schon aller Ehren wert. Das muss man wirklich sagen. Und mit Sicherheit, Stefan, werden wir jetzt wieder öfters in Verbindung bleiben. Da gebe ich dir ein großes Versprechen drauf. Deine Nummer habe ich ja noch, Steve. Genau. Und dann, wie gesagt, gell, Schulter an Schulter. Und er hat recht. Wenn ich beim Abschlusstraining immer mit dabei sein durfte als Co-Trainer, wenn es wirklich ungerade war, bin ich eben halt mit eingesprungen. Und ich habe wirklich jedes Abschlussspiel gewonnen. Totaler Menschenfinger, oder? Ja, also ich definitiv. Ich habe mich mal so erschrocken, wo wir in der Vorbereitung waren, dann habe ich ihm eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und hab halt sie gesagt, auf einmal ruft er mich zurück. Ich total aufgeregt und dann sagt er, ey, pass mal auf, unter Fußballer erstmal du. Ja. Und der hat mit mir gequatscht, als man sich schon 20 Jahre kennt und diese positive Art, das macht den ja, denke ich mal, auch aus. Das ist ja brutal, wie viel Energie der hat, das spürt man ja. Das ist ja, ja, das stimmt. Wahnsinn. Also Stefan lebt für die Sache und er hat am Ende was Schönes gesagt, weil ich das, glaube ich, auch Stefan mal gesagt habe, dass wirklich mein Leben auch der Fußball ist. Und natürlich, ich finde es auch schade, dass ich im Prinzip in dem Bereich trainermäßig nicht mehr dabei bin, weil ich glaube auch schon, dass das mir sehr viel Spaß gemacht hat, dass das mein Leben ist. Und ja, man soll nie sagen, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, irgendwo da Fuß zu fassen, reinzukommen. Ich mache ja jetzt im Prinzip für Rot-Weiß Erfurt, habe ich jetzt mal Fußballschule im Prinzip so ein bisschen ausprobiert. Ja, muss man ja auch erstmal gucken, ist das für einen was? Und ich muss sagen, ich hatte da von der einen Woche gleich eine Lieblingsmannschaft und das waren die Kleinsten, wirklich die Kleinsten. Es hat jede Menge Spaß gemacht und ja, das war für mich definitiv nicht die letzte Fußballschule in Erfurt. Da auch nochmal schönen Dank an Flo, der da im Prinzip mich toll unterstützt hat und der mich auch gefragt hat, ob ich da drauf Bock habe. Ich habe da drauf Bock und ja, wie gesagt, ja, meine andere Arbeit beim Job mache ich auch, Stefan, da hast du recht. Aber im Prinzip ist es wirklich eigentlich der Fußball, wo ich sage, ja, das ist Herz und das gehört dazu. Schönes. Und dann, Stefan hat es angesprochen, du hast es angesprochen. Jetzt aber natürlich auch wissen, was machst du jetzt beruflich? Ja, ich bin beruflich tätig im Lagerlogistikbereich. Unsere Firma nennt sich Thor Industriemontagen. Wir sind da im Prinzip im, ja, wie gesagt, Lagerlogistikbereich zuständig. Wir haben ungefähr 1000 Monteure, die deutschlandweit im Prinzip für uns in Deutschland arbeiten. Ob das Heizung Sunny ist, also oder Lüftungsbauer oder was haben wir noch, Rohrleitungsbauer, also die sind im Prinzip für uns komplett in Deutschland unterwegs. Wir statten die Jungs mit Auto, Werkzeug, Maschinen und Klamotten aus und das ist im Prinzip so unser Ding, was wir im Prinzip von Montag bis Freitag machen.
Die Jungs kommen dann meistens am Donnerstag oder am Freitag hier nach Erfurt in die Flughafenstraße reingefahren. Wenn irgendwelche Werkzeuge kaputt sind, dann sind sie da wechseln, dafür sind wir da. Wir pflegen das ein im Computer. Ja, dafür ja, sind wir da, Schwarze da. Wir machen den Jungs ihre Maschinen sauber, wir reparieren das. Ja, das ist im Prinzip unsere Aufgabe. Ich habe ja Elektroinstallateur gelernt, deswegen darf ich auch die elektrische Prüfung durchführen der Maschinen. Und dann kriegen sie mal einen TÜV und dann dürfen sie auch wieder auf die Baustelle fahren und eben halt für unsere Firma arbeiten. Genau, sehr schön. Wir hatten ein Fußballerleben jetzt, deinen jetzigen Job, sag mal so. Aber wir haben zwischendurch noch was, ich sag mal nicht vergessen, aber ja, ich sehe da drüben was, das schmeiße ich dir jetzt mal rüber. Dann kannst du auch dazu noch ein paar Worte dann verlieren. Okay, ich bin gespannt. So, ihr hattet mich ja gefragt, ne? Im Prinzip, ja, jeder Gast hat ja im Prinzip ja, irgendwie so ein kleines Geschenk, genau. Das im Prinzip, ich weiß gar nicht, dass dann irgendjemand bekommt. Ne? Also das ist im Prinzip mein Geschenk, was ich erstmal mit dazugebe. Vielen lieben Dank. Ja, okay. Alles gut, da gibt es ja auch eine Geschichte. Ich habe ja mit Toni Lindenhahn beim HFC 4 Jahre zusammengespielt. Wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, mag ich eigentlich nicht, aber Toni, mit dem hatte ich telefoniert, der wollte dir unbedingt eine Videobotschaft machen. Leider ist ein Schicksalsschlag in deiner Familie passiert. Ich soll dir ganz, ganz, ganz liebe Grüße bestellen. Toni ist hin und weg von dir. Wir hatten mal telefoniert miteinander, wirklich. Der war wirklich wie Beckus, wie Chipper. Ja, liebe Grüße, dass ich das auch noch kurz loswerde, dass ich es nicht vergesse. Genau, das war der Grund, warum ich auch nochmal reingekrätscht habe. Also ich weiß um den Schicksalsschlag, ja. Deswegen also habt da auch volles Verständnis, Toni, alles gut, liebe Grüße, wirklich alles Gute für dich und deine Familie. Ja, also es war mir dann auch wirklich eine Ehre, dass dann irgendwann von Toni der Anruf dann eben halt kam, mir, pass auf, ich hänge meine Fußballschuhe jetzt ein bisschen an den Nagel, also es wird kein Profifußball mehr jetzt sein, aber ich möchte mich wenigstens ordentlich vom HFC verabschieden. Da habe ich gesagt, geil, das ist wirklich eine geile Geschichte, da bin ich dabei und ja, bin dann im Prinzip ja eingeladen worden zu Toni sein Abschiedsspiel und da ist im Prinzip dieses Trikot. Ne? Schönen Dank nochmal, Toni. Das durfte jeder Spieler, hat 2 Stück im Prinzip bekommen. Ein hat der Toni behalten, das versteigern sie auch nochmal für einen guten Zweck. Und das eine Trikot habe ich jetzt im Prinzip mitgenommen. Man sieht auch noch, dass es wirklich ja, noch original ist. Hier ist sogar noch das Preisschild dran. So ungefähr das Preisschild dran. Sieht voll schick aus, dann sich im Prinzip würde ich dieses Trikot gerne weitergeben für jeden, der sich dafür interessiert. Es war eine geile Zeit beim HFC. Hier steht auch nochmal Abschiedsspiel Toni Lindenhahn. Dieses Trikot hat nicht jeder, das sage ich gleich dazu. Das wird das einzige bleiben, also wird es auch einen richtigen Wert bekommen irgendwann mal. Das hätte ich eine perfekte Idee. Wir machen einfach draus kein Gewinnspiel. Wir versteigern das und geben das einen guten Zweck. Vielleicht fürs Kinderhospiz. Denk mal, da bist du ja auch dafür. Sehr gerne, also dann nehmen wir das so in Angriff, genau. Und ja, wer am Ende das Trikot ganz gerne haben möchte, man muss wirklich sagen, es ist ein Unikat, dann würde ich das so machen und natürlich dann auch für einen guten Zweck, genau. Im Prinzip die Kohle dann rüberwachsen lassen ans Kinderhospiz und das ist dann wirklich eine schöne Sache, eine runde Sache, wo ich mich auch drüber freue, wirklich, ja. Gute Idee. Allererstes muss ich auch erstmal nochmal großen Dank an euch beiden sagen, ne? Also wie ihr euch da reingehangen habt, ne? Habt da extra auch die WhatsApp-Gruppe aufgemacht, ne? Das mit dem Bild, wo ich im Prinzip vor der Fankurve auch stehe und ja, ihr seid wirklich 2 super Typen, die wirklich auch das Herz auf dem richtigen Fleck haben und die auch für den oder für die Sache Fußball so richtig auch leben. Also nochmal recht herzlichen Dank sagen ans Hotel Domizil,
in Erfurt am Domplatz, dass wir hier im Prinzip heute sitzen dürfen. Kakao, Plätzchen, die überragend waren. Ja, dafür nochmal recht vielen Dank, dass das so unproblematisch geklappt hat. Trotzdem eine obligatorische Frage. Ja, genau. Wen würdest du gerne, früher habe ich immer gedacht, in einer der nächsten Folgen bei uns zu Gast sehen? Jetzt musst du natürlich zwei Namen nennen. Wen würdest du gerne bei Flo zu Gast sehen und wen bei mir? Das ist eine gute Frage, ja. Also ich bin FCM-Sympathisant als kleiner Tipp. Also das würde ich natürlich mir vorstellen oder wünschen, dass du dir den Christian Beck mal... Liebe Grüße gehen raus, jetzt musst du kommen. Christian, bist gut dran. Deine Geschichte, sage ich mal, mehr oder weniger so ein bisschen auch dann zu sagen. Und da bin ich natürlich auch natürlich gespannt und Fan, wann die Folge dann auch entstehen wird. Ne? Also beim zweiten, okay, du wirst dann wahrscheinlich, was ich mir vorstellen könnte, wäre ja Arthur Merkel. Das wäre, sage ich mal, noch so ein Typ, da würde ich ganz gerne auch mal mehr erfahren, weil ja, er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre hier in Erfurt, hat sich das, glaube ich, auch verdient, dass man, sage ich mal, Fußballgott zu ihm sagt, weil er eben halt auch ein Typ ist, der mit den Fans oder auch mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, dass die Fans da eben halt hinter ihm stehen. Ich finde ihn auch super, wir haben auch schon ein, zwei Mal Worte gewechselt, aber den würde ich dir so zum Beispiel auch mal so als Gast vorstellen oder vielleicht mal, dass bei dir dann so die nächste Folge ist, Arthur Merkel. Genau. Fußball. Jetzt zum Abschluss Challenge Time. Ist ganz einfach. Wir haben gedartet, wir haben jongliert, wir haben Liegestütze gemacht. Aber jetzt zum Abschluss machen wir nochmal was ganz Neues. Wir sind hier im wunderschönen Hotel Domizil zu Gast. Und die Tische sind schon eingedeckt. Wir hoffen, wenn es gleich losgeht, dass es auch vorbei. Weil wir spielen Runde Fußballgolf. Und ja, ist ganz einfach zu erklären. Hier ist der Startpunkt, da hinten in der Ecke. Ist das Ziel? Ja. Und es gewinnt derjenige, der weniger Versuche gebraucht hat. Und Ronny, ich habe gehört, deine Schwiegermutter möchte nicht, dass du bei der Hand spielst. Drei Stück. Ja, ganz gut, glaube ich. Jetzt riskieren wir das hintere Stuhlbein. Geht jetzt genau hier dran. Und geht da dran. Ich denke nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Da gewinnt ja die letzte Challenge auch noch. Ja, Respekt. Respekt. Mit Einlage. Ja, das war überragend. Das war, muss man echt sagen. Ich bin nicht zufrieden mit dem Maximum. Will den Chefsessel, nicht das Praktikum. Bin kein Typ für zweite Plätze, ich muss alles holen. Keine silbernen Medaillen um. Grenzen gibt's keine, denn nur Scheitern hilft mir hoch. Und dieser Freiheitskick, er leitet mich hier durch.
seid ihr, denke ich mal, für uns drei ein tolles Weihnachtsfest, euren Familien und einen guten Rutsch, ein cooles 2024. Ich mach's alleine weiter, Lukas macht's alleine weiter, aber wir haben Oh,